Yo, die Dreimann-Facebook-Community hat diese Woche abgestimmt, was für ein Format bei mir laufen soll. Und schauen wir doch mal rein. Gewonnen hat Ask Jam mit 27 Stimmen. Hassalphabet hat 16 bekommen und Crazy Records gerade mal 5. Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ask Jam. Ihr habt auf Facebook, Twitter und Instagram wieder neue Fragen gestellt und diese werde ich jetzt für euch beantworten. Und wir legen direkt mal los. Wie geht es dir gerade? Es ist Samstag, es ist Wochenende, ich habe Bock auf Drehen. Mir geht es sehr gut, danke der Nachfrage. Wie lange brauchst du, um deine Videos zu schneiden? Das ist je nach Projekt natürlich ganz unterschiedlich. Fürs Hassalphabet brauchst du meistens zwischen 3 und 4 Stunden. Für verschiedene Specials, so filmische Sachen, ja, je nachdem so 5 bis 10 Stunden. Und da gibt es natürlich auch noch die ganz besonderen Sachen, wie so ein Rock am Ring-Vlog, für den habe ich zum Beispiel 20 Stunden gebraucht. Ja, wir Tourkatastrophe Berlin! Wir sind stark wie deutsche Eichen! Kein Sessen Blitz nicht spalten! Back to the Future oder Star Wars? Ich muss zugeben, ich habe in meinem Leben beides noch nicht gesehen. Back to the Future möchte ich noch nachholen und Star Wars juckt mich einfach nicht. Was? Wie kann man das nicht gesehen haben? Okay, es reicht. Die Drecks haben es dir abonniert. Willst du später mal Kinder haben? Ich werde gerade jede Nacht zwischen 0 und 2 Uhr von einem schreienden Baby geweckt, welches in der Etage unter uns wohnt. Deswegen, nein, ich würde erstmal sagen, ich will auf keinen Fall Kinder haben. Weil wie ich das in 10 Jahren sehe, weiß ich noch nicht, aber im Augenblick, nein. Wer ist deiner Meinung nach der beste deutsche YouTube-Musiker? Liont oder doch eher Future? Es gibt auf YouTube genau zwei Arten von Musikern. Einmal so Leute wie ich, die so tun, als ob sie singen könnten. Und dann nochmal so Leute wie Marty Fischer oder Future, die einfach die total übertalentierten Musiker sind. Ich denke, ich habe deine Frage damit beantwortet. Existieren der Koala und die Mütze noch? Was für eine Koala-Mütze? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ja, jetzt macht schon euren scheiß Screenshot für Instagram. Wünschst du dir, dass es manchmal immer noch so wie früher ist oder bist du mit deinem jetzigen Leben zufrieden? Ich wünsche mir nicht, dass es so ist wie früher, denn so kommt man in seinem Leben nicht weiter. Ich finde es eher geil, dass ich geile Erinnerungen von der alten Zeit habe. Wer waren deine Kindheitshelden? Meine Kindheitshelden waren die Jungs hier. Ich war als Kind echt verrückt danach und als ich dann irgendwann älter wurde, habe ich mir die ersten 10 Staffeln auf DVD gekauft, denn danach wurde es scheiße. Was machst du außer YouTube-Videos? Fuck! Ich habe übrigens insgesamt 3 Level selber gebaut. Hier, viel Spaß damit. Was wolltest du als kleines Kind mal für einen Beruf? Frag mich nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber ich wollte als kleines Kind mal eine ganze Zeit lang Friseur werden. Kannst du bitte deinen WhatsApp-Status sagen? Bitte! Mein WhatsApp-Status ist, wie ändert man seinen Status? Welcher Dreh hat dir bei Apple War am meisten Spaß gemacht? Definitiv Fun Frustration. Fun Frustration war der erste Apple War-Dreh, bei dem ich selber mitgespielt habe und ich habe mich immer wieder sehr gefreut, wenn wir das weitergemacht haben. Du stinkst. Gehen wir duschen? Was, ich stinke? Das kann doch gar nicht sein. Was sind deine Bandfavoriten? Gibt's vielleicht neue? Meine bisherigen Bandfavoriten und dass ich auf Punkrock stehe, sollte ja bekannt sein. Aber es sind ein paar neue Jungs dazugekommen. Am 13. November bin ich Fotograf auf dem Konzert vom Schmutzki im Kölner Underground. Und es sind, soweit ich weiß, sogar noch Tickets für Köln verfügbar. Wenn ihr also Bock auf einen Abend mit guter Musik habt und mich mal treffen wollt, schaut doch mal unten in die Videobeschreibung. Hast du eigentlich noch eine Reaktion von den Hosen auf das Video für Freunde bekommen? Also bis auf die Nachricht von Bomb? Eine direkte Reaktion ist nicht, aber ich weiß aus einer 100%ig sicheren Quelle, dass die ganze Band das Video gesehen hat und es geil findet. Wie ist zurzeit dein Verhältnis zu Ardy? Fragen wir ihn doch mal, wie er das Verhältnis sieht. Hallo, hier ist die Mobilbox von 01. So viel dazu. In der letzten Folge von Ask Jam, die ich in Holland gedreht habe, habe ich einen Auftrag an die Zeichner unter euch rausgegeben. Nämlich solltet ihr mich in Verbindung mit den Toten Hosen irgendwie zeichnen. Und das sind die Bilder, die ich bekommen habe. Ich versuche es jetzt einfach nochmal, selber Zeichenauftrag, nur dieses Mal verlose ich dabei etwas. Nämlich gibt es unter allen Einsendungen meine Abrechnung von Apple Pictures zu gewinnen, aus der letzten Folge Ask Jam, mit Originalunterschrift von Chan und Tenz. In lila. Außerdem lege ich noch diese hässliche Autogrammkarte dabei. Markiert mich mit euren Einsendungen einfach auf Twitter oder Instagram und ich komme dann auf einen von euch mit diesem Zettelchen zu. Ansonsten noch einen Daumen hoch, um mich zu unterstützen und ich würde mal sagen, bis nächste Woche.